Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen ziemlich böse Tausendfüßler oder keine Ahnung, was es für Insekten waren, gekämpft. Ziemlich heftig. Feuer hat ihn nicht so viel angehabt. Also wir konnten unser Feuermagie von Layla nicht so viel anhaben. Allerdings ist Mikleo dazu gestoßen. Er hat den Bogen mit von der Partie gehabt und ist nun ein Nebenherrscher Seraphim in Surrey. Und nun können wir auch in der Amatisierung diese Wassermagie von Mikleo nutzen. Oh, Mikleo macht Snack-Zubereitung. Praktisch. Ich gehe natürlich erstmal hier lang, weil... Das wollte ich zwar gar nicht. Ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Muss ich gestehen. Ja. Beute. Der erste Feind, den du im Kampf besiegst, wird mit doppelter Wahrscheinlichkeit Objekte fallen lassen. Wenn du bestimmte Ausrüstungsgegenstände brauchst, kannst du den Befehl Angriff bündeln einsetzen, um Feinde mit diesem Objekt anzugreifen. Okay. Aber wo soll ich denn wissen, welche Feinde was für Objekte haben? Ich gucke sie mal in die Decke, damit ich nicht überrascht bin. Bernstein-Diadem. Für Mikleo kann man vielleicht gleich mal reingucken. Dein altes Diadem. Bernstein-Diadem. Oh, das ist ja einiges. Er hat noch eine natürliche Weste. Bernsteinweste, die ist nicht schlecht. Ah, okay. Nein, war nicht. Oh, hab ich jetzt. Alles klar, okay. Ich verstehe. Denk schon mir eine Blutegel an der Decke. Mist. Mann. Was? Teufelsflügel? Standest du wirklich da? Ich hab's mir gar nicht durchgelesen. Okay, der Raum scheint erstmal safe zu sein. これが解けてしまう前に残りの問題も解決しないとですね。
Was ist denn jetzt kaputt? Ziehen wir zur Erinnerung?記憶ですわ。やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと、見たか、ミクリオ、天剣文録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。 Das ist bestimmt auch lustig, wenn so ein Seraph durch die Gegend dreht und die anderen können nicht sehen. Ja, dann schwebt er also durch die Gegend. Spieldaten bisher speichern natürlich. Wer folgt, wenn nicht? Nein, will ich speichern. たった1日で順応するなんて、私の時は3日もかかったのに。才能あるんだな。どうしとして。ミクリオさん。そうそう。手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか。また倒れちゃったんだ、ミクリオが。 おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。そう、忘れた。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に、地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。 Das stimmt. Ey, lass mich durch die Tür. Alter. Überall zum... Hä? Das verwirrt mich jetzt. Egal. Okay. Was sollen wir jetzt tun? Suche einen Seraph, der Herrscher des Landes werden will. Suche nach Pater Breno. Mache ich das? Endlich haben wir den Träger. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Pater Breno und den Seraph zu finden, der Herrscher des Landes ist. Du meinst, wie der in der Galahad-Ruin? Tatsächlich. Ich wünsche mir fast, es wäre wie früher, als ich noch nichts von diesen widerlichen Biestern wusste. Da fällt mir ein, dass die Brücke südlich von Seehafen in der Nähe des Falkenwindhanges bald repariert werden soll. Es werden viele Arbeiter dort sein und ich fürchte, dass sie gefundene Opfer für Helions sein werden. Vielleicht sollten wir nachsehen und sicherstellen, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Ja, das ist doch ein Wort. Allerdings sollten wir erstmal dahin gehen, weil das ist ja direkt in die Ecke. Das ist er wohl. いつもありがとうございます、ブルーノ様。おかげで息子の足元だいぶ良くなりました。いえいえ、あなたが真摯に祈りを捧げ続けたからこそです。これからも純粋な気持ちを忘れずに祈りと息子さんの看護を。これは聖堂への
奉納金でございます。そのようなものは不要と申し上げたはずですが。どうか受け取ってください。私は気づいたのです。ただの祈祷は天族への非礼だと。見返りだけを求める横島な祈りだと。誰かに言われたのですか？誰かというわけでは。息子さんの治療にはお金が必要でしょう。このお金は息子さんのために使って。息子も同じ気持ちです。 誰も彼もが言うんです。息子の怪我はただで天族に祈った罰だと。中には私とブルーノ様がそのハレンチな噂を立てる者まで、どうか私たちを助けると思って。わかりました。あなたと息子さんのお気持ちとしてありがたく頂戴します。 ありがとうございます。これで後ろ指を刺されずに済みます。司祭様に天族のご加護があらんことを。天族の加護、酒でも買うか。姫様、お願いがあってまいりました。私などに？聖堂に新たな天族を祀り、 そのお世話をお願いしたいと同志スレイからの依頼です。同志？この方が噂の申し訳ありません。あなたを責めるつもりなど人の心がすさんだのは王家の責任です。すみません、はじめまして。俺スレイって言います。レディレイクを守るためにあなたに聖堂を祀ってほしいんです。俺が勝手に聖剣を持ち出したせいで迷惑かけちゃってごめんなさい。 まだ同志になったばかりの新米だけど頑張りますから、よろしくお願いします。いや、はい、もちろんです。どうか顔をお上げください。ありがとうございます。はあ<笑>私からも改めてお願いします。どうか力をお貸しください。まだ不慣れな、でもとても気さくな同志様を助けるために。ああ、お二人のご用命 身に余る光栄でございます。微力なる身ではありますが、全身全霊をもって努めさせていただきます。よかった。足しびれちゃったけど。スレイ。Manchmal ist er echt so ein Idiot. ではブルーの司祭、準備が整いましたらまたお尋ねいたします。はい、お気をつけて。 なんて頼み方だ。でもスレイさんらしいですな。おや。はい。司祭も救われたと思います。Und jetzt? So ein Seraph des der Herrscher des Landes werden wird. Und den wollen wir ja, keine Ahnung. Zu dieser Brücke wollten wir ja gehen. Stimmt, oder habe ich recht? Okay, dann verlassen wir mal die gute Stadt Damensee. Speichern. Dann hole ich nochmal ans Schild hier. Okay, das sagt mir ja überhaupt nichts. Ach, ich tue immer falsch. Ruinen am Mamion, alte Ruinen. Ach so, das sind wir wieder in Elysia.
Okay. Ich weiß nur, wo wir diese Brücke finden werden. Hier in diesen Gebieten wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur da lang. Who know it? Mist. Aua. Alle Mann drauf. Da oben steht eine Truhe, auch schön. Soft Eyes. Und da ist noch ein Monolith. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Ja, warum lese ich sie überhaupt noch durch? Ich weiß auch nicht. Wechsel des Steuerungsmodus. Wenn du... ja, ich glaube, das habe ich schon... Wie man es macht, weiß ich schon. Wenn du den Steuerungsmodus auf manuell stellst, kannst du aus beliebigen Entfernungen angreifen. Du kannst beispielsweise Geschossartes einsetzen, um einen Feind aus größerer Entfernung niederzuschlagen. Nicht erhältst du im Modus Semi-Auto einen ähnlichen Effekt, indem du einen schnellen Schritt direkt eine Art folgen lässt. Wie bei allem kommt es auf den Nutzer an. Ja, ich habe keine Ahnung, was für mich das Beste ist. So, jetzt hier ist jetzt so eine gelbe Linie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ah, wir kommen hier lang. Aha, und da sehe ich auch schon den Stern auf der Karte. Alter, was ist das denn? Alter, das war voll ruckelig. Noch voll einfach. Okay, die sind nicht so stark. Die gehen eigentlich. Sie kommen eben nur in einer ziemlich großen Anzahl vor. Schokoladengelato. Gelato. Ich habe keine Ahnung. Oh, und hier haben wir wieder ein paar Menschen. Wie ist das denn für ein Vogel? イーグルは突いてからの攻撃を多用します。攻撃直後を狙った方がいいってことか。 Okay, jetzt haben wir es fast geschafft. Das brauche ich auch nicht mehr. Ja, die waren schon heftig, die Typen. Guck mal hier hinter den Felsbrocken. Vielleicht ist da was. Nein. Oh, jetzt sollte man nicht ins Wasser fallen. Wäre ungünstig. Würde ich mal meinen. Auf jeden Fall führt uns unsere Hauptquest hier hin. Ja, und anscheinend auch zu diesem Soldaten da. Aber ich würde sagen, bevor wir ja weitermachen mit der Hauptquest und uns auf die Suche machen nach diesem neuen Seraphim,
ja, machen wir noch eine kleine Folgenpause und ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.